Hallo? Jetzt muss ich mir das ein bisschen höher machen, ich bin doch ein bisschen größer. So, die 167. heute in Hamburg. Ich weiß gar nicht genau, die über 200. ist wohl schon in Berlin unterwegs und in Potsdam gibt es auf jeden Fall heute Abend auch wieder eine, die laden immer ein. Und ich soll euch immer herzlich grüßen von den Mahnwichteln aus Berlin und aus Potsdam. Einige davon kennen wir ja auch, die haben uns auch bei den impfkritischen Veranstaltungen unterstützt und ich hoffe, das geht auch dieses Jahr weiter, dass wir uns gegenseitig unterstützen, denn wir sind nicht viele, aber wir sind immer noch aktiv. Und unsere Aktivitäten sollen jetzt einfach mal weitergehen. Ich hatte ja letztens aufgerufen, dass ihr euch Gedanken machen sollt, wie ihr leben wollt, was ihr machen wollt, was ihr euch vorstellen könnt, was wir hier verändern können. Von Hamburg aus geht ja viel. Das ist ja zum einen diese weltoffene Stadt, die schon in ihrer Präambel zur Friedenspolitik verpflichtet ist. In der Präambel der Hamburger Verfassung steht das schon drin. Dann hat Hamburg davon ausgehend ja auch sehr interessante Städtepartnerschaften, wo ich auch immer sage, da geht was. Mit diesen großen Städten in aller Welt, 9 Stück haben wir, 9 verschiedene Städte. Das ist auch eine schöne Zahl, wo man im Prinzip einen guten Stand hat. Mit 9 solchen standfesten Partnern an der Seite muss an sich auch was gehen. Ja, und dann überlege ich immer mit meinem Freund Dieter Schütt, den alten Knaben da in Altona, was habt ihr denn damals gemacht? Die hatten einfach mal was gegründet, das heißt HAZ, H-A-Z, Hamburger Aktionszentrum. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir sowas gründen. Hamburger Aktionszentrum. Ausgehend von hier, von der Mahnwache, gründen wir dieses Zentrum und organisieren Aktionen zu aktuellen Sachen. Das müssen wir jetzt hier nicht gleich heute, aber ich finde das toll. Und das, das Ding HAZ hat auch irgendwie, tja, ist kurz, bündig, gehaltvoll. Hamburg kommt drin vor, was mir wichtig ist. Denn irgendwie glaube ich immer noch, dass ich seit 2007 hier unterwegs bin, weil in Hamburg was möglich ist. Veränderungen möglich sind, aktive Menschen sind. Ich sehe das ja auch immer wieder. Über 400 laden schon wieder zum Ostermarsch ein für dieses Jahr. 2018. Über 400 Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, Parteien, Gesellschaften, Gewerkschaften, was weiß ich alles. Und da wollen sie ja zum Ostermarsch einen friedlichen Spaziergang machen. Ich bin ja gespannt. Also voriges Jahr wurde ich ja ziemlich ausgegrenzt, weil ich mir tatsächlich erlaubt habe, meine politische Unschuld zu verlieren und mal in eine Partei eingetreten bin und auch noch mit diesem Parteisymbol unterwegs bin. Also ich bin in der Hinsicht wirklich furchtbar. Aber es war für mich eine Möglichkeit, aktiv zu werden, mit Leuten was zu machen, die Veränderungen wollen. Und dieses Parteiprogramm gefällt mir immer noch toll. Uns ist zwar der Parteichef abhanden gekommen zwischenzeitlich, das macht aber nichts. Den konnte ich eh nicht ab. Ja, und wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Ich habe das Programm gut gefunden und bin deswegen dort immer noch unterwegs und mache auch mit Leuten weiter, die ich gut finde. Auch eine Freundin von mir in Sachsen, wir machen einfach weiter. Da geht was. Also ich rufe euch herzlich auf, HAZ, Hamburger Aktionszentrum. Das gründen wir heute hier auf der 167. Mahnwache. Und ihr sagt mir, was ihr gerne machen wollt. Und das organisieren wir dann hier. Von Hamburg werden tolle Aktionen ausgehen für Frieden, für Völkerverständigung, für eine politische Veränderung. Denn diesen Affenzirkus, wer will sich den länger angucken? Also ich nicht. Danke. Ja, noch mal kurz was Organisatorisches. Also die Hamburger Mahnwache macht sowas natürlich nicht, das machen nur die Teilnehmer hier. Die Hamburger Mahnwache ist komplett unabhängig von ihren Teilnehmern, weil so können wir nur unsere Unschuld bewahren, wie du es so nett gesagt hast eben, unsere politische Unschuld. Hier spricht wirklich jeder für sich in seinem eigenen Namen und steht auch für die Sachen gerade, die er sagt und kann dafür auch gerne, wir haben ein zweites Mikrofon, angesprochen werden oder wenn man noch etwas hinzufügen will, kann man das auch am zweiten Mikrofon warten. Da ist dann natürlich wieder der gute Ton wichtig, dass man darauf wartet, dass der andere einem auch das Wort erteilt. So, also nochmal, hier ist die Hamburger Mahnwache, 167. Auflage, jeder kann hier reden, 3 Regeln, guter Ton, jugendfreundlich und gewaltfrei. Ja, und damit ist das offene Mikrofon dann auch gleich wieder eröffnet.